Adwin hat keine Geschichte, keinen Namen und nun kehrt er als Held zurück, während mein Bruder, Ridas Gesicht wird zu einer Maske des Zorns, betrogen wurde, vielleicht noch Schlimmeres. Erzähl mir von deinem Stamm. Ridas Stimme schwillt vor Stolz an und dämpft seinen Zorn vorübergehend. Wir sind die Hüter der Steine, er lässt den Namen im Raum widerhallen. Wir sind der erste Stamm, unsere Geschichte reicht zurück durch die Zeiten bis in die Zeit der Erbauer. Die Jägerin nickt. Wir sind eins mit der Vergangenheit, mit unserer Tradition und unserer Geschichte. Die beste Handwerks- und Jagdkunst stammt von unseren eigenen Leuten. Und andere Stämme blicken zu uns auf. Sie verzehren sich vor Neid. Rieder runzelt die Stirn. Deswegen verbreitet Artwin Lügen über meinen Bruder. Sein Stamm hat keine Geschichte, keinen Ruhm, aber nun beansprucht er ihn für die zweimal gespaltenen Pfeile, während wir falsche Schmach ertragen müssen. Wie willst du viel ums Namen reinwaschen? Eine Schweißperle rollt Ridas Stirn hinab und hängt von seinem rot bemalten Wangenknochen wie ein Blutstropfen. Sie zittert, als die Muskeln des Jägers zucken. Ich kann hier nicht zaudern, solange das Schicksal meines Bruders mich bekannt ist. Die armen Vater müssen mich gehen lassen. Um über Adwin zu urteilen und den Namen unseres Stammes reinzuwaschen, können sie nicht allein deine Wahrheit hören. Die Jägerin senkt den Kopf und blickt dich an. Von dem armen Vater kann nur eine unvoreingenommene Stimme berichten, was geschehen ist. Reda wischt dich den Nacken ab. Der Schweißtropfen, der an seinen Wangenknochen hing, fliegt in deine Richtung. Du willst einen Fremden mit einbeziehen, einen Estramor? Sie deutet auf ihn, ihre schwierigen Finger wie eine Kralle gebogen. Hör mir zu, Artwin ist zurückgekehrt mit einem Beweis. Dein Bruder ist nicht einmal zurückgekommen. Die Jägerin pustet gegen die dünnen Haare, die vor ihrem Gesicht schweben. Die Stämme sind gespalten, es muss etwas getan werden. Sie blickt dich an und sie ist dafür bekannt, die Wahrheit zu sagen. Warum haben wir so guten Ruf überall? Ich verspreche nichts, aber wenn ich was herausfinde, lasse ich sie wissen. Als Estramor kann ich in der Sache nachgehen, ohne Spannungen zwischen euren Stämmen zu riskieren. Ich werde herausfinden, was mit deinem Bruder geschehen ist. Ich werde die Wahrheit ergründen. Was schert mich deine alberne Sorge? Ich habe in dieser Stadt wichtigere Dinge zu erledigen. Nehmen wir die drei. Ridas harte Gesichtszüge werden vor Überraschung sanfter. Du sprichst mit dem Geist eines klaffateischen Jägers. Er nickt. Die an einem Vater würden zuhören. Es gibt keine Verbindung zwischen dir und unseren Stämmen. Die Jäger nickt dir zu. Fionn und Artwin sind in den Wald der Nordlandschaft gezogen, jenseits des Altliedpasses, um einen riesigen Steigjäger zu jagen. Suche dort und kehre mit der Wahrheit zu uns zurück, wenn du es vermagst. Sei auf der Hut. Steigjäger von dieser Größe und ein Vielfaches größer als ihre kleinen Verwandten scharen meist ein großes Rudel um sich. Reda fixiert ihn mit seinen Augen. Zwei glühenden Kohlen über dem blutroten Streifen, der über sein Gesicht gemalt ist. Estramor, ich erwarte keine Hilfe, aber ich tue alles, um zu erfahren, was meinem Bruder widerfahren ist. Und um den Makel reinzuwaschen, den Artwin über unsere Stämme gebracht hat. Er wirft seinen Kopf nach hinten. Alles das sage ich. Jägerbruder. Redai, ein Glafantaner eines preisträchtigen Stammes, möchte wissen, was mit seinem Bruder Fionn, einem bekannten Jäger, während der Blutjagd geschehen ist, die ihn zusammen mit Artwin, einem weiteren Jäger, in die Wälder der Nordlandschaft geführt hat. Afin behauptet, dass Fionn aus Schande einen riesigen Steigjäger bei ihrem Blutjagd nicht töten zu können, selbst ins Exil gegangen sei. Reda glaubt, dass Afin, ein Angehöriger eines niederen Stammes, zu seinem eigenen Vorteil lügt. Fionn und Afin reisten zusammen über den Gebirgspass des Bezirks Altlied hinaus und begaben sich in der Nordlandschaft auf eine Blutjagd. Reda vermutet, dass in diesen Wäldern Hinweise auf das Schicksal seines Bruders zu finden sind. Reda erwähnte, dass Afin ohne Fionn nach Zinsum zurückgekehrt war. Vielleicht kann ich Artwin in der Nähe der Kriegerhalle von Ulmkap finden und ein paar Antworten bekommen. Ah ja, du warst ja nur so einer. Okay. Als nächstes wollen wir nach Ulmenkap. Altlied, Altlied, Ulmenkap.
Die Treppen und Torbögen und so sind von den Erbauern und die Hütten hier sind halt von den Glafantanern. Also das hier ist Erbauerzeug, das ist Glafantanerzeug. Da fällt mir gerade ein. Ja, harte Verhandlungen. Um den muss ich mich ja leider auch noch kümmern. Oh, ich bin jetzt leidenschaftlich drei endlich mal. Also gut, Renato, stellen wir dich mal zur Rede. I'm here. Greetings. Renato lächelt breit und wirft die Arme in die Luft, dass er dich kommen sieht. Meine Freunde, willkommen zurück. Hast du mein Geld zurückbekommen? Lügen, werden wohl die Glafatada reagieren, wenn sie herausfinden, dass du mit gestohlenen Relikten handelst. Alari hat mir diesen Käfer in einem Käfig für dich gegeben. Sie sagte, dein Problem würde in demselben Käfig enden, wenn du weiter in Zwillingsräumen bleibst. Renatos Gesicht wird scharlachrot, als er das Geschenk sieht. Diese erbärmliche Hexe, sie soll sich den Käfer in ihr stinkendes Paarungsloch stecken. Renato gestikuliert mit jedem Wort, seine Stimme wird immer lauter, Spucke fliegt aus seinem Mund. Für diese Beleidigung wird sie bezahlen und sie und ihre bemalten Schergen. Er streckt die Hand aus, um dir den Käfig wegzuschlagen. Tu das lieber nicht. Renato schlägt nach dem Käfig, trifft aber nur deinen Unterarm. Das gefangene Insekt fällt harmlos zu Boden. Renato wendet sich dir zu, sein Gesicht rot vor Zorn. Madiku, der valianische Kaufmann, schreit aus voller Kehle. Wilde, dreckige Tiere. Diese verdammte Stadt soll brennen. Du hörst ein pfeifendes Geräusch aus der Nähe. Ich töte alle. Renatos Stimme verkommt mitten im Satz zu einem Gurgeln. Eine Pfeilspitze leuchtend rot ragt aus seiner Kehle hervor. Der Kaufmann zuckt wie ein Aal und rudert mit den Armen. Er fällt auf die Knie. Blut fließt aus seiner Brust, fließt seine Brust hinab. Blick links nach oben und siehst einen glafatischen Bogenschützen, der sich nähert. Glafatische Jägerin, es ist nicht unser Brauch, Streitigkeiten zwischen Estramur zu tolerieren. Die Jägerin beginnt sich umzuwenden, doch ihr Gesicht bleibt noch kurz dir zugewandt. Ein leichtes Lächeln spielt um ihre Lippen. Du verstehst das gewiss. Bevor du antworten kannst, geht sie davon mit selbstbewusstem Schritt. Renatos Arme zucken ein letztes Mal, bevor der Kaufmann sein Leben als ein blutiges, lebloses Häuflein Elend beendet. Oh, winziger Käfer, sein Begleiter. Sag Alari, dass du dich um Renato gekümmert hast. Das lief jetzt nicht Absolutely. so, wie ich es gehofft habe. Wobei er selber schuld ist, dass er sich so aufgeregt hat. Ich wollte ja eigentlich warnen, dass er geht, weil ich wollte hier jetzt auch keinen Krieg anfangen. Du bist an unseren Herd willkommen. Welche Kunde bringst du? Renato wird keinen Ärger mehr machen. Er ist tot. Tot? Alani hebt deine Augenbrauen, ihre Haltung wird steif. Das überrascht mich nicht nach seinem bisherigen Verhalten. Aber der Tod eines valianischen Kaufmanns könnte sich negativ auf den Handel auswirken. Alari greift in die Robe und holt einen kleinen Beutel hervor. Dennoch, die Angelegenheit ist erledigt und Renato wird unseren Markt nicht länger verdüstern. Hier ist eine Bezahlung für deine Dienste. Sichere Reisen, Estramor.
Tja. Ich habe beschlossen, Lari zu helfen und habe den valyrischen Kaufmann konfrontiert. Renato ist tot, er wird den Glafantan keinen Ärger mehr machen. So wollen die das aber nur nicht. Mal gucken, ob wir was Besseres hier rausholen können. Nochmal der Käfig. Aber dieses Mal dafür sorgen, dass er nicht zuschlägt. Vielleicht ein bisschen Gegenwehr. How do you do? Ja, hier haben wir den Käfig. Renato befiehlt aufzuhören. Eine laute Stimme lässt den Valiane mit dem Schlag innehalten. Er tritt einen Schritt zurück, von Furcht erfüllt. Ebenso schnell findet er aber vom Zorn gelehrte Tapferkeit wieder und wirft sich mit neuer Kraft auf dich. Badiko, der valiarische Kaufmann, schreit aus voller Kehle. Wilde, dreckige Tiere, diese verdammte Stadt soll brennen. Und dann kommt die Waldspitze. Okay. Was passiert, wenn wir ihn ignorieren? Good day to you. Jämmerlichen Angriff ignorieren. Du trittst in Renatos Schlag hinein. Die Faust des Kaufmanns trifft deinen gestählten Körper mit einem lauten, hörbaren Knacken der Fingergelenke. Ja, und da wird er auch. Also Renato stirbt immer. Das heißt, wir können, glaube ich, genau den Autosave laden, wo wir die Hütte, glaube ich, gerade schon wieder verlassen haben. Oder? Ja, harte Verhandlung ist abgeschlossen. Does music sound different to you in your ears? Or, well, ear is another shape? Yes, I find it unpleasant. Most everything seems shrill when I'm a Stalegar. Maybe your keen senses just haven't heard truly fine music yet. A masterfully crafted annoyance is still an annoyance. Das ist gut. Also, Kanna fragt Ivarias. Hört sich die Musik für dich anders an, wenn deine Ohren oder dein Ohr die Gestalt wechseln? Ja, das ist unangenehm. Wenn ich als Stalegar bin, hört sich fast alles ziemlich schrill an. Vielleicht haben deine hellhörigen Sinne einfach noch keine richtig gute Musik gehört. Ein Vermeister hat gefertigtes Ärgernis ist immer noch ein Ärgernis. Ja. Was reden die Jäger da gerade? Ob Abba mit dem Vater oder nicht, sein Geist trachtet im Alter nach Macht. Warum sollte Simok dann den Ziehvater für das Elemphat-Kind eines anderen Stammes geben? Todesangst lässt sich nicht nur durch das Blut erstarren, sondern auch den Geist. Also die hier reden über Kinder. Gut, aber jetzt wollen wir endlich nach Ulmenkap reisen.
Stelle meine Geduld nicht auf die Probe, Estram. Ohne die Erlaubnis der anderen an deinem Vater darfst du nicht passieren. Ich komme, um den Eckpfeiler zu sehen, mit dem Segen des Kompasses der Führung. Der Wachmann runzelt zornig die Stirn und blickt seinen Kameraden an, der nickt. Er blickt wieder zu dir. Seine Fingerknöchel werden weiß, weil er seinen Speer so fest umklammert. Wie üblich so freundlich zu der Estramodung, den geh, aber pass auf, wo du bei den heiligen Steinen hintrittst.